Arbeitsfinger sind zusammenarbeit in einem Raum. Man teilt sich gemeinsam die Infrastruktur dieses Arbeitsplatzes, geht seiner eigenen Arbeit nach. Aber, und das ist der ganz große Mehrwert von Coworking, man kommt in Kontakt mit anderen, man vernetzt sich. Jegliche Form von Wissensarbeit, immer wenn sein Geschäft oder das Projekt, an dem man sitzt, davon lebt oder profitiert, dass man externe Impulse aufnimmt, neue Ideen kennenlernt und sie bei sich einbaut, dann ist ein Coworking Space der ideale Ort für einen. Es gibt natürlich auch Berufe, für die es nicht geeignet ist. Die Metzgerin wird niemals im Coworking Space arbeiten können, auch nicht der Straßenbahnfahrer. Aber ich habe im Coworking Spaces auch schon Zauberer gesehen oder Erzieherin, die quasi hier dann der ganzen Bürokratie, die einem Geschäft auch oft anhaftet, in Ruhe nachgehen, die hier ihre Buchhaltung zum Beispiel erledigen. Eine Prozentanzahl kann ich dir nicht nennen, aber Berlin ist definitiv deutschlandweit und in Europa eine der Hauptstädte des Coworking. Coworking ist hier kein Hype, es ist Realität der Arbeitswelt. Die meisten Nutzer und Nutzerinnen im Coworking Space sind Freelancer. Quasi Menschen, die vielleicht im Homeoffice auch arbeiten könnten oder in einem Café, aber dann den Schritt in ein Coworking Space machen, weil es ein wesentlich professionelleres Arbeitsumfeld ist. In einem Café, da müsste ich auch regelmäßig etwas bestellen, während im Coworking Spaces der Kaffee zum Beispiel an sich kostenlos ist. Es bietet mir aber auch Sachen wie einen Drucker oder überhaupt ein stabiles WLAN, wo sich jemand drum kümmert. Im Homeoffice kann ich auch sehr leicht abgelenkt werden. Jeder Mensch arbeitet anders, braucht ein anderes Arbeitsumfeld. Coworking Space wäre quasi die Professionalisierung des ortsunabhängigen Arbeitens. Ich muss nicht in einem Café oder zu Hause oder von unterwegs arbeiten, aus einer Airport-Lobby oder einem Hotel. Ich kann in einen Coworking-Space gehen und habe immer die gleiche Infrastruktur eigentlich, die meinen Bedürfnissen gerecht wird. Darüber hinaus ist Coworking auch ein Begriff, der sehr gerne für Marketingzwecke instrumentalisiert wird. Ein sehr klassisches Modell in der Immobilienbranche ist, Coworking quasi zu benutzen, um einfach nur Büros zu vermieten an große Teams. Den Unterschied, den ich hier sehe, ist das fehlende Community Management. Dadurch können diese ganzen Vorteile, der Serendipitätseffekt, das, was ich finde, obwohl ich nicht nachgesucht habe, gar nicht entstehen. Sondern man mietet sich einen Raum und benutzt ihn ganz klassisch wie ein Büro. Das heißt, nicht überall, wo Coworking draufsteht, ist Coworking drin. Der Unterschied ist, in so einen Coworking Space komme ich als Freelancer wahrscheinlich auch sehr schlecht. Diese Anbieter, die Coworking quasi nur benutzen als Begriff, versuchen über den Preis auch die Freelancer fernzuhalten. Die geben sich durchaus offen dafür, aber wenn man sich die Preise anguckt, sind sie manchmal dreimal so teuer wie ein, ich sag mal, reines Coworking Space. Und in Coworking Spaces gibt es auch unterschiedliche Ausrichtungen. Das St. Oberholz ist jetzt, es hat keinen Schwerpunkt. Wir haben verschiedene Mitglieder, die unterschiedliche Sachen machen. Es gibt aber auch Coworking Spaces für nur bestimmte Berufsgruppen, die quasi davon leben, dass sie eine eigene Community bilden. Zum Beispiel Programmierer oder auch Coworker mit Kindern, die vielleicht unterschiedliche Berufe haben. Aber die Gemeinsamkeit ist, dass sie Kleinkinder haben. Und dadurch vielleicht ein Coworking mit Kinderbetreuung für sie interessanter ist. Ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Coworking-Space gibt, aber es gibt sehr viele, die für einen persönlich falsch sein können. Da muss man eigentlich genau schauen. Studien zeigen, dass die meisten erstmal nach der Entfernung gehen. Also sie wollen ein Coworking-Space innerhalb von 20 Minuten erreichen. Haben sie dann aber noch die Auswahl, dann entscheiden sie sich für das, was ihnen persönlich am besten liegt. Und solche Leute werden niemals in den Großraumbüros landen, die Coworking nur benutzen. Mein Tipp ist einfach, sich Coworking Spaces anzuschauen, Probetage zu nutzen, sich über die Community zu informieren, wer sitzt da eigentlich und vor allem, was bietet mir das Coworking Space für Räume, um die anderen Mitglieder auch kennenzulernen. Denn das ist der Mehrwert. Daran denkt man gar nicht. Aber wenn man es einmal erlebt hat und diesen Effekt hat, jemand anders kennenzulernen und dadurch einen neuen Impuls bekommen zu haben, dann weiß man das wirklich zu schätzen, was ein gutes Community-Management ausmacht. Der wichtigste Aufgabenbereich eines Community-Managers ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Mitglieder ins Coworking Space auch treffen können. Wir machen das zum Beispiel über gemeinsame monatliche Mittagessen. Wir haben auch einen Cocktailabend, weil wir natürlich eine Bar mit Kaffee auch bei uns im Betrieb haben.
bis zum gemeinsamen Bierabend mal oder ein Kaffeeabend. So, jetzt hat er einen eigenen Coffee-Manager, wodurch wir auch sehr viel Expertise vermitteln können. Und diese Events werden sehr geschätzt. Man möchte nicht ständig mit den anderen sprechen. Man muss ja auch fokussiert seiner Arbeit nachgehen können. Aber dann sehr konzentriert in diesen Raum zu gehen, den der Community Manager oder die Community Managerin organisiert hat, das mögen die Leute. Daraus, dann lernen sie mal die anderen kennen, die ihnen immer nur still gegenüber sitzen. Und dadurch entstehen ganz neue Projekte, teilweise zumindest. Das andere ist, sich aber auch um die Grundlagen zu kümmern. Niemand möchte in einem Coworking-Space über das WLAN reden müssen. Es muss einfach funktionieren. Und da muss man für eine gewisse Grundzufriedenheit suchen. Man muss auch mit den Membern reden, dass das vielleicht nicht der richtige Arbeitsplatz ist. Vielleicht sollten sie einen anderen Ort im Coworking-Space aussuchen oder vielleicht sollten sie auch in ein anderes Coworking-Space gehen. Es gibt keine einheitlichen Regeln und wir haben festgestellt, dass es auch nicht nötig ist. In dieser Gemeinschaft entstehen durch soziale Normen einfach Regeln, an die man sich hält. Wir haben genügend Fläche, wodurch, ohne dass wir das ausgeschrieben haben, verschiedene Arbeitsbereiche entstanden sind. Es gibt quasi an unserem anderen Standort, im ersten Stock, da geht man hin, wenn man es sehr ruhig haben möchte, wenn man sehr fokussiert arbeiten will. Während es unten auf der Etage, gleich neben der Lobby, wo man gerne telefonieren, auch ein gewisses Hintergrundrauschen einfach gibt, weil Menschen anwesend sind. Und das brauchen manche, während andere die Ruhe suchen. Andere wiederum setzen sich einfach Kopfhörer auf. Und wir wissen, dass zum Beispiel ein Musikstreaming-Dienst der größte Traffic-Treiber in unserem Netzwerk ist. Die Leute gehen da sehr unterschiedlich ran. Ich kenne eine Website, in der man sich die Hintergrundgeräusche aus Cafés aus der ganzen Welt vorspielen kann, um nicht diese absolute Stille haben zu müssen. Das heißt, man kann keine Standardregeln aufsetzen, man kann das auch nicht einheitlich betrachten, weil Menschen so verschiedene Ansprüche an ihr Arbeitsumfeld haben. Manche brauchen das Gefühl von Lebendigkeit. Und wir haben ja gerade im Café des St. Oberholz, was kein Coworking Space ist, aber die Situation, dass sehr viele Menschen bewusst dort arbeiten. Einfach weil sie das mögen, dass um sie herum sehr lebendig ist. Und wir bieten aber auch Telefonkabinen an und Rückzugsräume bis zu Teambüros mit festen Arbeitsplätzen, die man bieten kann, wenn man halt nicht jeden Tag woanders sich hinsetzen möchte. Man muss es über die Fläche, glaube ich, lösen, beziehungsweise die Community löst es untereinander. Einfach, weil Menschen sich miteinander verständigen, auch was ist okay und was ist nicht okay. Es gibt Unternehmen, die die Veranstaltung bei uns organisieren, um so in Kontakt mit unseren Mitgliedern zu kommen, ihnen Mehrwerte bieten, von einfach einer Abendunterhaltung bis zu Workshops, bis zu, dass sie quasi gerne erklärt bekommen würden, wie Startups zum Beispiel arbeiten, wie Freelancer arbeiten. Das heißt, Unternehmen kommen hierher, um etwas zu lernen. Unternehmen schicken aber auch Teams, die hier arbeiten sollen. Es kommt sehr auf die Aufgabe des Teams an. Wir haben aber zum Beispiel von einem sehr großen Unternehmen das Innovationslabor als Mitglied hier. Es ist schwer, aus sich selbst heraus Innovation voranzutreiben. Und genau dieses Innovation Lab profitiert ja davon, nicht im Unternehmen zu sein, umgeben von Leuten, die etwas anderes tun, als etwas neu zu machen. Das heißt, hier haben sie verschiedene Startups vor ihren Augen, sehen, wie etwas geht, können fragen, was sie anders machen und dadurch ganz neue Ideen entwickeln, sie von extern reinholen und durch das Innovationslabor, was wie ein Katalysator in dem Moment ja funktioniert, intern nutzbar machen. Das ist, glaube ich, der spannendste und auch für die Zukunft wichtigste Punkt. Das andere ist, viele Unternehmen haben mobile Arbeiter, die sowieso unterwegs sind und durch Coworking Spaces vielleicht auch so einen Ort haben, wo sie mal sich hinsetzen können, um gewisse Arbeiten zu erledigen, die man nicht von unterwegs machen kann. Das andere ist, verschiedene Arbeitskulturen kennenzulernen und nutzbar zu machen. Man ist auch ortsunabhängig, was die Talentsuche angeht, wenn man in Coworking Spaces ist oder seinen Mitarbeitern ermöglicht, da zu arbeiten. Bis hin zur quasi Befreiung des Mitarbeiters, den man sowieso schon hat, indem man ihn ermöglicht, von einer Stadt aus zu arbeiten, von der er möchte, in der er leben möchte. Und man sagt, okay, dein Büro ist dort
und komm bitte für Teammeetings vielleicht nur noch in die Zentrale. Es ist auch wichtig, sich zu sehen. Ich glaube nicht daran, dass virtuelle Arbeit per se oder virtuelle Vernetzung in Teams per se ausreichen. Aber vieles kann man eigentlich ortsunabhängig machen. Das war auch eine wichtige Lektion auf meiner Reise. Ich konnte ein Meeting nicht verschieben oder virtuell erledigen, während ich in Kopenhagen war. Dann bin ich nach Berlin geflogen. Das ist ein Flug von 50 Minuten. Ich habe hin und zurück 90 Euro bezahlt. Das war preiswerter und schneller als die ICE-Strecke Berlin-Hamburg. Das heißt, wir leben auch in einer Zeit, in der man sehr günstig und sehr schnell reisen kann. Das beflügelt meines Erachtens ortsunabhängiges Arbeiten. Und für die Arbeiter, für die Angestellten ist es natürlich ein persönliches Glück, sich aussuchen zu können, wo man arbeiten möchte. In seiner Lieblingsstadt, in seiner Lieblingsregion, vielleicht auf dem Land. Es gibt keinen Grund, eigentlich hier in der Stadt sein zu müssen. Außer, dass es gerade in Deutschland noch wenig Coworking Spaces auf dem Land gibt. Aber auch hier sind Frankreich und die Schweiz, auch Teile der USA, eigentlich trendstiftend. Ich glaube, das wird kommen, das wird Teil der Wirtschaftsförderung. Diese Entwicklung sehe ich hier genauso. Wenn ich die Anmeldung mache, lege ich ja Rechnungsadressen an. Und die meisten lassen sich das von einer Firma bezahlen. Das sind Freelancer, die vielleicht nur für ein Projekt engagiert sind. Aber in dem Moment übernimmt die Firma die Rechnung. Das würde ich sagen, ist ein globaler Trend. Ganz wenig Leute müssen quasi aus eigener Tasche den Coworking Space Arbeitsplatz bezahlen. Der Vorteil für Unternehmen ist, in erster Linie natürlich, sie sparen Arbeitsfläche, die sie selber anmieten müssen, die sie vielleicht als wesentlich teurer herausstellen. Da es kommt ja noch viel mehr dazu, als nur die Miete zu bezahlen. Das Zweite ist, die Mitarbeiter sind in anderen Arbeitsumfeldern, profitieren persönlich davon, können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen, sind zufriedener und nehmen ja sehr viele Impulse auf, die sie wieder in die Firma reingeben. Das müssen einige Firmen noch lernen. Global sehe ich da überhaupt kein Problem. Also wirklich ein ganz klassisches Team, was sich bei uns einmietet, ist eine englische Firma, die eine Kroatin, einen Italiener und eine Brasilianerin eingestellt haben, die sich hier als Team treffen. Das ist für mich Alltag in der Kommunikation mit den Membern. So entstehen Teams und die Rechnung bezahlt eine Firma in England, die hier vielleicht niemals war und wo diese drei Member auch niemals waren. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe wird die Verteilung von Arbeit. Ich habe in meinem Beruf davor als Leiter der Redaktion von Netzpiloten.de, die in Hamburg sitzt, sie von Berlin aus geleitet und während meiner Reise ja von überall her. Kommunikation ist wichtig. Mein Team hatte nicht den Eindruck, dass ich weg bin. Sie hatten eigentlich immer den Eindruck, dass ich anwesend bin, dass ich Bescheid weiß, dass ich auch Ratschläge geben kann. Ich habe einmal die Idee gelesen, dass ein guter Chef sich quasi unnütz macht, dass man ihn nicht braucht. Und genau diese Maxime habe ich versucht zu verfolgen, dass die Redaktion noch ohne mich arbeiten kann. Das hatte für mich den Vorteil, dass ich mich auch neuen Ideen, neuen Geschäftsmodellen widmen konnte, was ja auch für eine Firma sehr gut ist. Mein Team hat davon profitiert, dass ich vielleicht auch mehr Raum hatte, ihnen bei gewissen Projekten zu helfen. Und Management würde für mich in dem Moment bedeuten, Anleitung und nicht Kontrolle. Man muss loslassen können, man muss seinen Angestellten auch gewisse Freiräume geben. Und sie müssen für Leistung belohnt werden und nicht für Anwesenheit. Und das ist, glaube ich, das Grunddenken. Einige im Unternehmen bei Netzpiloten haben erst nach 7 Wochen bemerkt, dass ich nicht mehr in Berlin am Tisch sitze, sondern die ganze Zeit unterwegs war. Denn die Leistung stimmte. Da war nichts anders, nichts war seltsam. Die haben gar keinen Unterschied gemerkt. Und da bin ich quasi sehr dankbar, dass mein Management, was mir den Freiraum gegeben hat und gesagt hat, fahr einfach los. Es gab ein gewisses Vertrauen. Das habe ich mit Verantwortung bezahlt. Ich musste ja auch immer sicher gehen und habe sehr darauf geachtet, dass ich online sein kann. Besonders an Reisetagen. Ich habe mich informiert, wie ist das WLAN im Airport, kann ich es mir leisten? Ich konnte nicht sagen, ich konnte nicht online gehen. Das war in dem Moment nicht möglich. Oder ich habe mir, wenn es wirklich absolut nicht möglich war, auf diesen Tag Aufgaben gelegt, die ich auch offline erledigen konnte. Sodass, wenn ich wieder online bin, vielleicht am Abend oder am nächsten Morgen, ich auch liefern kann und der Prozess weitergehen kann.
es ist ein bisschen auf Augenhöhe. Ich würde nicht sagen, dass es ganz hierarchielos ist. Das ist auch eine Art des Umgehens. Ich bin gerne auf Kumpelniveau mit Mitarbeitern. Es muss aber auch okay sein, auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Und die kann dann nicht versickern, nur weil man gerne mal privat was zu tun hat.